Hallo und herzlich willkommen zu dieser Zweitbesteigung, hätte ich fast gesagt, Zweitbespielung von Minecraft Beta 1.5, jetzt sogar inzwischen schon unterstrich 01. Ich muss sagen, die Mojangs, die legen ein ordentliches Tempo vor. Also so schnell wie die updaten, kommt man überhaupt nicht hinterher, seine Homepage zu aktualisieren oder irgendwelche Videos abzudrehen. Ich finde das gut. Ja, ich finde das gut, das ist gar keine Frage. Also lieber die sind zu fleißig als zu faul. Also, ne? Vor allem, weil sie ja wirklich gute Sachen machen hier. Und fragt ihr euch natürlich jetzt auch, zum Beispiel, warum steht der Mann da in dem Oblivion-Tor rum? Das habe ich jetzt nur gemacht, um das Video jetzt mal so richtig spektakulär zu starten. Ne? Weil ich nämlich auch finde, dass Beta 1.5 ein richtig spektakuläres Update ist. Ne? Das ist wirklich sehr gelungen. Also, ich find's toll. Natürlich hauptsächlich wegen des Wetters. Das ist schon mal klar. Viele schreien jetzt natürlich, ne? Ich höre das mal so an euren Kommentaren und auch Mails, die ich so bekomme. Hier, kein Wetter. Was ist das für ein Scheiß? Ne? Aber ihr braucht da einfach mehr Geduld. Das ist genau wie mit den Wölfen. Die gibt es definitiv. Man kann es nicht dran rütteln, aber man kann es auch nicht erklären. Es ist da, das Wetter. Es regnet nur nicht fortwährend die ganze Zeit überall. Ne? Ihr braucht einfach mehr Geduld. Ich kann euch das wirklich garantieren. Es gibt tatsächlich Schnee. Und es gibt natürlich auch ganz besonders schöne regnerische Gewitterstürme. Ja, und in so einer Gewitternacht, ey, das ist wirklich grandios. Also die Blitze und der Donner, das haut rein. Ich finde es atmosphärisch wirklich richtig genial. Ja? Und macht richtig Spaß. Ich habe sogar vergessen, dass es Nacht wurde und überall plötzlich Monster spawnten. Ich habe es auch nicht überlebt, wie man gesehen hat. Macht aber nichts. Hat Spaß gemacht. Was jetzt auch Spaß macht, ist jetzt sich nochmal um die Schienen zu kümmern. Es ist nämlich mir beim ersten Video natürlich noch einiges entgangen, halt in diesem Erstbespielungsvideo. Da habe ich einfach teilweise Dinge nicht gewusst und auch andere Dinge wieder vergessen. Zum Beispiel nämlich, dass sich ja hier leere Minenkarren ganz anders verhalten. So, mach das mal eben. Ganz anders verhalten als Karren, in denen jemand sitzt. So. Ne, da fährt man nämlich, wenn man drin sitzt, fährt die Karre natürlich viel weiter. Ich werde hier sogar noch immer jetzt ein bisschen schneller in diesem Kreis, bis zu einer gewissen Grenze. Ja, somit ist meine Kritik natürlich ungerechtfertigt gewesen. Dass sie ja ein bisschen schlapp auf der Brust wären, die Minenkarren. Die verhalten sich genauso wie immer. Ne? Man muss nur halt drin sitzen. Und dann klappt das auch. Jetzt hattet ihr vorhin gesehen, ich hatte hier erst einen Block stehen. Das ist. Was kann man jetzt hier, wenn man da jetzt. Ah, das sieht man schon, glaube ich. Ja, genau. Wenn da jetzt eine Karre vorfährt, dann prallt die da praktisch wieder ab. Ja, so hier so prall, ne? Es handelt sich hierbei nämlich um einen sogenannten Prallbock. Hui! Alles klar, gut, dann rennen wir mal eine Etage nach unten. Was man damit macht, ne, müsst ihr selber entscheiden. Ne? Ihr seid fantasievolle Wesen. Da gehe ich jetzt mal von aus, ja. Und da müsst ihr selber mal gucken, was er damit macht. Hier habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Könnt ihr euch mal angucken. Das ist nämlich eine ganz tolle Sache. Ich habe da nämlich oft Probleme mit, hier so in meinen manuellen Bugbooster so reinzuspringen. Man musste ja die Karre anschubsen und dann hineinspringen. Ja, und so leicht sich das auch anhört. Und so doof es ist dabei zu versagen, ich versage trotzdem oft genug dabei und klicke daneben und dann saust mir die Karre hier weg und dann so gefühlte 2 Kilometer muss man hinterher rennen und sich die wieder einsammeln. Ich mache das jetzt mal jetzt nicht. Das ist ja, glaube ich, überflüssig. Ja, was man jetzt allerdings machen kann, immer eben da weg, du. So, man setzt hier eine Power Rail hin. Ein Stück Redstone-Kabel oder je nachdem, wie viel ihr so braucht. Ne, ich habe das halt so gemacht. Holzblock ist auch egal, da könnt ihr auch einen anderen Block nehmen. Hauptsache, ihr baut diesen Schalter dran.
der nach 1 oder 2 Sekunden wieder ausgeht, automatisch. So, der powert dann immer die Rail so ein bisschen. Das ist halt relativ wichtig, wie ihr gleich sehen werdet. Jetzt kann ich hier ganz wunderbar, ganz wichtig ist, dass hier so ein Block auch noch die Schiene begrenzt. Sehen wir uns gleich nochmal genauer an. So, und zwar, wenn ich jetzt hier, ich steige gemütlich ein, ja, und dann drücke ich hier auf den Knopf und dann fahre ich los, werde von meinem Booster angeschubst, alles kein Problem. Ja, ich, überhaupt so weit will ich gar nicht fahren. So, ich laufe mal wieder schön zurück. Und das finde ich jetzt natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um sich jetzt so eine Art Kopfbahnhof zu bauen, und dem, vor allem, wo man halt wirklich in aller Ruhe einsteigen kann und nicht mehr so reinhüpfen muss. Ein bisschen schade ist allerdings, dass die Strecke jetzt nicht mehr durchläuft, ne? Dass jetzt hier so eine kleine Unterbrechung entsteht. Und zwar deswegen hier, wenn das jetzt so ist, eine durchlaufende Schiene, ich steige ein, drücke auf den Knopf und nichts passiert, weil die Power Rail, die weiß gar nicht, in welche Richtung sie losgehen soll. Ne? Da, nix. Das weiß sie halt nur, wenn man hier so die Schiene begrenzt. Und das finde ich im Moment halt noch ein bisschen schade. Vielleicht kann man sich da irgendwas einfallen lassen. Ne? Also kann ja jetzt auch nicht so schwer sein. Aber vielleicht irgendwie was mit Weichen oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ne? So. Ich fahre jetzt doch mal eben noch das Stück zu Ende. Fällt mir nicht gerade noch ein. Wir könnten mal vielleicht probieren, ob der Bug beseitigt ist. Es gab ja in 1.5 erst diesen kolossalen Bug, ja, der das ganze Spiel abschmieren ließ, wenn man ein was Detector Rail neben ein normales Gleis gesetzt hat. Na, das war wohl, das hatte ich irgendwie gar nie ausprobiert. Ich werde das jetzt aber gleich mal machen. Wir erreichen jetzt nur Geduld. Ja, wir erreichen jetzt gleich die nächste Station. Und dann setze ich einfach mal eben eine Detector Rail neben so eine. Oh, da steht ja sogar noch eine Karre. Halt! Okay, das war jetzt wieder so eine Situation, von der ich eben erzählt habe. Ne? Also schön, dass das jetzt auch mal, so ärgerlich das immer ist, passiert ist. Die Karre, die fährt jetzt da so ungefähr so, ich weiß es nicht genau, 60 Meter, 100 Meter, weiß ich nicht. Gut, wir nehmen uns erstmal, die bleibt dann da stehen. Ja? Und wir nehmen uns jetzt erstmal hier ein Stück Detector Rail. Wir setzen das neben so ein normales Gleisstück, und jetzt, wenn jetzt alles schwarz wird und abschmiert, dann wisst ihr, ja, hat aber geklappt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gewollt war, dass sich die so verbinden. Gut, aber auf jeden Fall ist das Spiel nicht abgeschmiert. Dieser Bug, der scheint also mit dem Unterstrich 01 behoben zu sein. Ach, hier bin ich übrigens da, wo ich meine erste Regenwolke entdeckt habe. Das war eine einzelne Wolke. Gerade als ich das letzte Video beendet habe, da noch während des Drehs rauschte es am Ende, und ich habe das gar nicht bemerkt. Erst später, als ich das zusammengestellt habe, irgendwie hochgeladen habe. Und da war eine einzige Wolke, so, die regnete auf eine Stelle. Ne? Und das war sehr strange, ja, aber auch sehr schön. Ja, und genauso schön wie zum Beispiel auch eure, ups, jetzt bringe ich mal eben rein, eure ganzen Feedbacks, die ihr mir gegeben habt zu meinen Videos bisher. Ui, das war jetzt ärgerlich. Das ist nämlich immer das Ärgerliche. Ja, also dieses Feedback, was ihr mir gegeben habt, da habe ich mich natürlich darüber gefreut. Ich bin auch immer froh, wenn sich Leute mal ein bisschen melden. Und man weiß, man macht das nicht nur so wie für sich und erzählt hier so irgendwie, ja, meine Nachbarn, die halten mich wahrscheinlich schon für bekloppt, weil ich hier so Selbstgespräche führe. Aber, ja, an dieser Stelle einfach mal vielen Dank für euer Feedback. Das wird schon noch ein bisschen weitergehen hier. Macht euch keine Sorgen, wenn euch das gefällt. Bleibt am Ball. Bringt auch ganz viele Freunde mit. Hops, jetzt steige ich nochmal ein. Und ich war gerade ein bisschen am Stutzen, als ich diese andere Karre gerammt habe. Super intelligent war das jetzt. Denn mir war schon aufgefallen, dass ich als ich aus der anderen Richtung kam. Ich mach das jetzt mal. Ich stelle hier eine Karre hin.
nimm die wieder mit. Als ich aus der anderen Richtung kam und eine Karre gerammt habe mal, da blieb ich nicht stecken, sondern hab die Karre vor mir hergeschoben und das fand ich sehr genial. Ich dachte, das wäre eine gute Neuerung. Boah, ihr seht mal, wie weit das ist, ne? Das merkt man sonst gar nicht so richtig, aber darum, dieser Tunnel ist, darum ist ja auch noch sehr hässlich, ne? Der ist rein nur auf Strecke gebaut einfach. Und ich habe hier noch gar nicht mich gekümmert, irgendwie das mit dem mal ein bisschen auszubauen oder so. Und deswegen auch, der müsste eigentlich 3 Felder hoch sein, damit man da, wenn man mal aussteigt, sich nicht immer verletzt. Halbes Herz ist weg. Gut, soweit erstmal. Haben wir einiges so gecheckt. Das mit der Karre, die jetzt da, das teste ich noch gerade. Aber ich kann trotzdem jetzt auch schon mal Tschüss sagen. Wir haben ja jetzt schon wieder einige Sachen gesehen im Video. Und guckt auf minenarbeit.de. Ich werde ja nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Ne? Kommen auch noch mehr Sachen demnächst. Wir haben da noch einiges in Planung so irgendwie. Und jetzt pass auf, jetzt kommt gleich die stecken gebliebene Karre. Und jetzt, was passiert denn jetzt? Da, wo ist sie denn jetzt auch? Boah, sind wir so weit gelaufen. Da, jetzt kommt der entscheidende Augenblick. Bleibe ich stecken oder nicht? Ja, guck. Ja, das ist doch komisch, oder? Die schiebe ich jetzt. Hat das mit dem Powered Rail zu tun? Weiß das jemand? Dann bitte erklär es mir. Okay? Vielleicht, wenn man mit Powered Rail angestoßen wird, dass man dann irgendwie anderes Verhalten hier erzeugt. So wäre es ja wirklich genial. Ne? Gut, kriegen wir alles noch raus. Tschüss, da fährt sie dann wieder dahin. Kriegen wir alles noch raus. Ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Ne? Macht's gut. Ich war euer Vorbudler mal wieder. Also, bis denn. Ciao.